Hallo zu Turkey Bacon Baked Beans Resteverwertung. Wo der Manuel vom Dyson-Blog bei mir war, hat er mir noch eine von den Truthahnkeulen dagelassen. Die werden wir heute weiterverwerten, zusammen mit Baked Beans und Bacon. Alles, was wir dazu benötigen, hier drüben. Huch, mein Schatz legt schon los, schnell. Ja, bevor das Gewitter jetzt voll über uns herkommt. Das heißt, so viel wie ich brauche bloß die Cam in die Hand nehmen, fast. Also, wir schnibbeln uns jetzt erstmal die Truthahnkeule hier klein. Hacken das ein bisschen kleiner. Dann hacken, haben wir nicht schneiden halt. Schneiden. Haben ja hier noch den Bacon. Hier haben wir schon gehäckselte Zwiebeln. Unsere Heinz Baked Beans. Ich finde die Dinger einfach klasse. Ja, und ein bisschen Butter. Dann brauche ich jetzt bloß noch einen Topf. Schatz, du hast heute aber schöne Handschuhe an. Ja, ich habe Blasen an die Hände. Ja, Leute, das kann ich bestätigen, aber das kommt davon, wenn man übertreibt und den ganzen Tag Gartenarbeit macht. Gut, ich hole mir jetzt einen Topf und dann legen wir hier schon mal los. Eigentlich war ja heute geplant, dass wir das alles draußen machen. Aber da sich jetzt hier ein ganz böses Unwetter angekündigt hat, draußen rumort es auch schon die ganze Zeit, machen wir das jetzt doch herinnen. Also wir brauchen erstmal ein ordentliches Butterflöckchen. Weil mit der Butter verhält es sich fast so wie mit Bacon. Mit Butter schmeckt alles besser. Da werden wir die Zwiebeln mit rein. Den Bacon hinterher. Ja, der ist gut. Das zweite Bacon ist auch gut. Ein bisschen anschmoren lassen, bevor wir dabei zurückschalten. Ein bisschen zusammenschnurzeln darf der Bacon. Nebenbei ein bisschen Truthahn mopsen. Ja, genau. Der schmeckt auch gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen runterschalten und auf den Truthahn warten. Jetzt haben wir es bei ganz niedriger Temperatur auf Stufe 2 bloß dahin wimmern lassen. Dann tun wir unseren Truthahn hinzu, unseren Turkey und tun wieder hochschalten. Jetzt habe ich eins am Anfang noch vergessen gehabt. Ich haue ja immer eigentlich noch einen kleinen Sput Tomatenmark mit rein. Das machen wir halt jetzt noch. Gar kein Problem. Und wenn man den Eindruck hat, dass es ja ein bisschen Flüssigkeit fehlt, kann man ruhig mal ein bisschen was von den Baked Beans, die Flüssigkeit gleich hinzugeben. Nein, das da unten ist noch nicht angebrannt. Keine Panik. Gut, der Truthahn eigentlich auch noch mit angebrutzelt. Man hätte die Schritte jetzt alles auch wunderschön in der Pfanne machen können. Kommen die Baked Beans komplett mit hinzu. Draußen rumort's und donnert's. Jawohl. Ja, und jetzt lassen wir das bei niedriger Hitze noch so 10-20 Minuten einfach stehen. Jo, dann schauen wir mal hinein. Leichtes Brodeln, so soll es sein. Und ich würde mal sagen, ready to futtering. Ja, wir können essen. Und so sieht das Ganze auf den Teller aus. Ja. Ich kann leider nicht schräg halten, sonst haben wir es auf dem Boden, aber ein Probiererchen, das gibt es natürlich. Oh, da muss ich ja zu euch runterkommen hier. Sehr geil.
Wir sehen uns nachher noch zum Fazit. Fazit! Wir haben zwei Meinungen. Meine persönliche Meinung war, es war etwas sehr viel Truthahnfleisch drin. Mein Schatz sagt, das war genau richtig. Tja, Meinungen gehen wie immer auseinander. Aber nichtsdestotrotz sind wir uns einig, dass es sehr lecker war. Man kann das Ganze natürlich auch noch mit Schweinefleisch machen oder auch mit Rindfleisch, was auch sehr lecker ist. Ja, und in diesem Sinne war es das jetzt eigentlich schon mit diesem Video. Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ja, genau. Ciao.